Schön, dass er das noch dazu gesagt hat, Bruder, ne? Okay. Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen in dem wunderbaren Namen Jesu. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das mir schon lange auf dem Herzen liegt. Das ist immer so, wenn man nicht so oft Predigen braucht, dann bewegt man doch manches. Und Samuel spricht mich ja öfters an, möchtest du mal wieder? Und dann ist dieses Thema in meinem Herzen einfach so gewachsen. Ich möchte heute Morgen sprechen über die verschlossene Tür. Nicht in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl. Die verschlossene Tür. Und ich denke, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Er ist irgendwo hingekommen und die Tür war zu. Oder, oh, wo ist mein Schlüssel? Und wir haben die Tür nicht aufgekriegt. Wir haben es mal erlebt, dass wir unseren Schlüssel von innen haben stecken lassen. Und dann ist die Tür zugeschlagen und dann gibt es nichts mehr von außen mit dem Schlüssel rein. Nun, wir haben einen Weg gefunden, aber den möchte ich jetzt nicht verraten. Die verschlossene Tür. Ich möchte mal mit einer kleinen Frage beginnen heute Morgen. Wir kennen sicherlich alle das Wort Torschlusspanik. Schon mal gehört? Die Mädchen, die machen so. Kennen das nicht? Torschlusspanik. Was verbinden wir mit diesem Wort? Was denkt ihr dabei? Kann mir das jemand sagen? Was denkt ihr bei dem Wort Torschlusspanik? Bitte? Und Schluss. Panik, Tor und Schluss. Etwas zu verpassen. Und häufig denken wir dabei an Partnerschaft, ne? Der ist in Torschlusspanik geraten. Dieses Wort kommt eigentlich ganz woanders her. Das gibt es schon sehr viel länger. Und zwar kommt das eigentlich aus dem Mittelalter. Da gab es um die Städte herum feste Mauern und Tore. Und diese Tore wurden abends immer geschlossen. Damit, wenn Feinde des Nachts in diese Stadt hinein wollten, um zu rauben, die Tore verschlossen waren. Viele der Bewohner haben außerhalb der Stadtmauern ihre Felder gehabt und bestellt. Damit diese Leute nun, die draußen waren, nicht vor verschlossenen Toren standen, gab es den sogenannten Torwächter. Und bevor er die Tore schließen oder geschlossen hat, hat er eine große Glocke gehabt. Bimmel, bimmel. Und die Leute wussten, jetzt wird's Zeit. Ich muss zurück. Diese Menschen kamen in Torschlusspanik. Nämlich die Panik, vor verschlossener Türe zu stehen. Daher kommt dieses Wort Torschlusspanik. Haben wir schon was gelernt, ne? Okay. Ich möchte uns heute Morgen einen Bibeltext lesen. Und zwar finden wir den in 1. Mose, Kapitel 7, Vers 16, im zweiten Teil. Ganz kurzer Satz. Und da heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott hat verschlossen. Meine Predigt soll heute Morgen eine evangelistische Predigt sein. Das wurde mir aufs Herz gelegt. Eine erweckende, wachrufende Predigt. Vielleicht sagst du, der du schon lange Gotteskind bist, aha, dann kann ich mich ja jetzt schlafen legen. Dann kann ich abschalten und lass mal die anderen, die noch nicht entschieden sind, die noch draußen stehen, die noch nicht drinnen sind. Unser Text und Gott schloss hinter ihm zu, nimmt uns einige tausend Jahre zurück in die Vergangenheit. Wir wissen um die Schöpfung, um den Sündenfall, um die Vertreibung und Schweiß, um Dornen im Angesicht oder mit Dornen und Disteln sollst du dein Brot verdienen, den Acker bestellen, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. All das liegt schon zurück.
Und wenn man das so ein bisschen nachrechnet, dann kommen wir auf einen Abschnitt an Jahren von Adam bis Noah, denn aus diesem Bericht Noahs stammt dieser Vers und Gott schloss hinter ihm zu, von etwa 1650 Jahren. Adam bis Sündflut, 1650 Jahre. Und wenn ich so die Geschichte Noahs lese, dann kommt es mir vor, als wenn in dieser einen Geschichte die Botschaft der ganzen Bibel in ihrer vollen Bedeutung enthalten ist. Es gibt eine zweifache Botschaft, die geht durch wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Auf der einen Seite etwas Schlimmes, etwas Grausames. Gott sagt zur Zeit Noahs den Menschen, ich will euch vertilgen. Das ist grausam. Das kann doch nicht der liebende Gott sein. Aber dann kommt gleichzeitig die andere Botschaft. Ich will dich erretten. Und das ist die positive Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Die Botschaft, die Nachricht, bei der man nicht traurig bleiben kann. Denn das ist frohe Botschaft. Dieser Bericht, der nun so lange zurückliegt, beginnt mit dem, dass Gott spricht. Und ich lese uns einmal diesen Text aus 1. Mose Kapitel 6 von Vers 8 an. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, auch gut, wenn Noah zu Gott spricht, aber da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben. Eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Flut, eine Sündflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen und mit deiner Frau, mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen und dann wird aufgezählt von allen Tieren und Fleisch und so weiter. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was Gott ihm gesagt hatte. Soweit einmal dieser Text. Ich möchte dieses Geschehen einmal kurz umreißen. Was ist da passiert? Noah hört Gottes Stimme. Noah fand Gnade bei Gott. Und es ist gut, wenn wir etwas finden, oder? Manchmal finden wir einen Schatz, unseren Schatz, meinen Schatz. Samuel, deinen Schatz. Lydia, deinen Schatz. Das nennen wir auch als Schatz. Oder, wie ich es jetzt gelesen habe, irgendwelche Taucher haben einen Riesenschatz vor der portugiesischen Küste gefunden, Millionen schwer und wert, und sollen ihn jetzt zurückgeben, weil er angeblich dem Spanier
So, jetzt ist wieder Power da. Also, einen Schatz. Gott ließ Noah Gnade finden. Und ich möchte uns als erstes sagen, wohl uns, wenn wir Findende sind. Wenn du gefunden hast, nicht irgendetwas, sondern das Heil deiner Seele, das Glück für dein Leben. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. So hat einst ein Sänger gesungen, der sich zu Gott bekehrt hatte. Noah fand Gnade bei Gott. Und dann beginnt diese Aktion Noahs. Er beginnt, die Arche zu bauen. Und wir wissen heute, das hat 120 Jahre gedauert. Wir sagen, so lange leben wir gar nicht, oder? Was soll ich überhaupt anfangen? Ich kann es ja doch nicht beenden. Noah konnte es. Und dann regnet es 40 Tage und 40 Nächte. Wir seufzen ja schon, wenn es 4 Tage regnet, ne? Ja, wir haben das erlebt. In Süddeutschland habe ich schon manchmal gesagt, 4 Tage und 4 Nächte hat es geregnet und dann hatten wir das Wasser 2,08 Meter in unserem Hause stehen. 2,08 Meter. Bei Noah waren es 40 Tage und 40 Nächte und alle Brunnen, die quollen empor und das Wasser stieg und stieg. Die Bibel sagt, es stand 15 Ellen über den höchsten Berggipfeln. Das sind wie viel Meter? Na, etwa 7 oder 7,50 Meter. So in etwa. Über den höchsten Gipfeln. Also auch die, die 2 Meter sind, wie der Christoph oder weiß nicht ganz genau, oder 1,98. Auch für dich hätte es nicht mehr gereicht, da noch den Kopf rauszustecken. 15 Ellen. Ich frage euch mal, wie lange musste denn Noah und seine Familie in der Arche bleiben? Wisst ihr das? Wie viele Tage? Mal Hand hoch, wer weiß es? Meine Frau darf jetzt nichts sagen. Keiner? Mal irgendwie eine Zahl. 150 Tage stand das Wasser, das ist richtig. Bevor es überhaupt anfing, sich wieder abzusenken, stand das Wasser 150 Tage. Aber das war, hieß ja noch nicht, dass Noah wieder raus durfte. Es war ja noch alles patschnass. Wo war da ein Jahr? Wer war das? Da ganz hinten. Ein Jahr. Leg mal noch einen Tag dazu. Dann kommst du hin. Nein, nicht einen Tag, Entschuldigung, 10 Tage dazu. 375 Tage, könnt ihr genau nachlesen, steht da alles drin. 375 Tage musste Noah und seine Familie in der Arche bleiben. Ich fasse nochmal zusammen. Das Wasser stand 150 Tage. Nach 5 Monaten setzte sich die Arche auf dem Ararat nieder. Nach 8 Monaten ragten die ganzen Bergspitzen wieder empor. Dann hat Noah weitere 40 Tage später einen Raben ausfliegen lassen, der sollte erkunden, ist da schon irgendwo was ich fressen kann? Der kam gar nicht mehr wieder. Dann schickt er eine Taube aus, die kommt nach 7 Tagen schickt er eine Taube aus, die kommt am Abend wieder mit einem Ölzweig im Schnabel. Und auch da kommt Noah noch nicht raus, sondern er wartete noch einmal 7 Tage und schickt eine Taube aus, die dann nicht mehr zurückkommt. Und dann weiß Noah, jetzt ist es soweit. Noah, nun darfst du rauskommen, nach 375 Tagen. Und was macht Noah als allererstes? Das, was Samuel heute Morgen schon gesagt hat. Danke, 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 Herr, dass du mich durch diese schwierige Zeit hindurchgetragen hast. Ich will das nicht dramatisieren, was da in seinem Herzen vorgegangen ist, wenn er an all das Leid und die Not und den Tod gedacht hat der anderen. Das lasse ich mal heute Morgen außen vor. Gott hat
mit Noah geredet. Noah fand Gnade vor Gott. Er war ein frommer Mann, ohne Tadel, und er wandelte mit Gott. Das bestätigt Gott ihm. Und ich wünsche dir und mir heute Morgen, dass Gott über deinem und meinem Leben so urteilen kann. Kann er das? So ein positives Zeugnis? Fromm? Ja, manch einer sagt, ich bin fromm. So fromm, dass ich gerade überall durchkomme. Das reicht nicht für die enge Pforte. Ohne Tadel? Wer ist schon ohne Tadel? Ich nicht. Ich bin manchmal und muss manchmal getadelt werden. Aber mit Gott möchte ich wandeln. Nur Gott sah auf die Erde, Gott sieht dich und mich, auch wenn wir es nicht glauben. Er sieht dich. Und dann heißt es, da sprach Gott zu Noah. Gott spricht, auch wenn es nicht alle hören. Die anderen Menschen hörten es nicht. Aber einer war da, der hörte, nämlich Noah. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern öffne es und geh auf das Reden Gottes ein. Gott sprach, mache dir einen Kasten. Mach etwas. Komm in Bewegung. Werde aktiv. Und du sagst ja, was kann ich machen? Was kann ich tun? Menschen kamen zu Jesus und stellten die Frage, Herr, was soll ich tun, das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Ich möchte heute Morgen diese Botschaft in drei Punkten darstellen. Der erste Punkt, der unzeitgemäße Bau der Arche. Der zweite Punkt, die Sicherheit in der Arche. Und der dritte Punkt, der Entscheidungscharakter der Arche. Der erste Punkt, ein unzeitgemäßer Bau. War es dran, eine Arche zu bauen? Mitten auf dem Trockenen, kein Hafen, weit und breit? Da ein Schiff zu bauen, von einem Schiff können wir eigentlich nicht sprechen. Wir singen zwar manchmal in einem Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, und dann denkt man auch schon an die Arche, aber es war ein Kasten. Es war ein Kasten. Und Gott gibt die Bauanleitung für diesen Kasten. Dieser Kasten sollte die Rettung bedeuten für Noah und seine Familie und für all die Tiere. Gott gibt eine Bauanleitung, eine Gebrauchsanweisung sozusagen. Wenn wir irgendetwas kaufen, dann schauen wir erstmal nach Gebrauchsanweisung. Wenn wir ein Medikament bekommen, dann schauen wir erstmal nach, was steht da alles drin? Wir sind interessiert. Noah baute diese Arche nach der Bauanleitung, nach der Gebrauchsanweisung Gottes. Jetzt fragst du, ja, gibt es auch für mein Leben eine Gebrauchsanweisung? Hat Gott mir etwas hinterlassen? Wie soll ich leben? Wie soll ich zum Ziel kommen? Jawohl, eine gute Botschaft heute Morgen. Gott hat uns eine Bauanleitung, eine Gebrauchsanweisung gegeben. Und das ist sein Wort, die Bibel. Da bekommst du all die Fragen, die dich bewegen und die dir Aufschluss geben, wie du ans Ziel kommst. Gottes Wort ist seine Gebrauchsanleitung für unseren Weg zur Ewigkeit, zum Himmel. Ich sehe im Geist Noah bauen. Kein Wasser, sagte ich schon. Es gab keine Trailer, es gab keine Autobahnen, worauf er solch einen Kasten irgendwo dann draufstellen konnte und dann mal irgendwo zum Hafen fahren. Das war alles utopisch, das war alles unmöglich. Ein Schiff, wofür? Zur Rettung. Zur Rettung vor dem Gericht Gottes.
Und ich stelle mir diese Menschen vor, die angefangen haben zuzuschauen, was macht der Noah da? Und sicher sind sie gekommen und haben gesagt, hey Paul, was baust du da? Nein, Paul hat er ja nicht geheißen, Noah hat er geheißen. Ne? Noah, was machst du da? Ich baue einen Kasten. Wofür denn? Es wird eine Flut kommen. Eine Flut? Es wird regnen vom Himmel. Die Bibelausleger sind sich eigentlich einig darüber, dass es bis zur Sündflut keinen Regen gegeben hat, sondern dass das Land und die Pflanzenwelt vom Tau benässt wurde. Brunnen gab es, Wasserquellen gab es. Das Wasser war ja geteilt worden vom Land bei der Schöpfung. Aber Regen soll bis dahin nicht bekannt gewesen sein. Deshalb war das so unvorstellbar für die Menschen, als Noah sagte, es wird eine Flut kommen, Regen wird vom Himmel fallen. Noah, du hast einen Glauben. Du bist ganz schön kindisch. Mitleidig haben sie seine Botschaft aufgenommen. Und dann sagt Noah etwas von einem Gericht, das kommen wird. Ach Noah, das mit dem Gericht, das ist doch schon lange her. Das war doch vor 1650 Jahren, da bei Adam und Eva, als die Gottes Gebote übertraten. Ja, da war Gott auf dem Plan. Und bei Kain und Abel, als der seinen Bruder erschlug. Ja gut, da hat er ihm ein Zeichen gegeben. Aber jetzt Gericht. Gott ist doch ein liebender Gott, ein gnädiger, ein barmherziger Gott. Noah, du tust uns leid. Noah, was soll das drohen? Sag uns doch etwas Feines, etwas Liebliches. Die Arche war unzeitgemäß. Das geht uns auch heute so. Wer glaubt noch an Gott? Wisst ihr, wie viele Christen, ich sage mal Namenschristen, wir weltweit heute haben? Weiß jemand? 2,1 Milliarden. Schon eine ganz schöne Summe, ne? Von den 7 Milliarden. Im Verhältnis Noah zu den Menschen damals war diese Diskrepanz noch viel, viel größer. Gott kann doch so nicht sein. Oder die Menschen sagen heute, lass doch Gott in der Kirche bleiben, aber nicht in unserem Leben. Ich machte in dieser Woche, weil wir in Bezug auf unseren Umzug schon viele Sachen versuchen zu ordnen und wegzugeben und zu verkaufen, machte einen Besuch bei einem Mann in Bremen-Nord und wir kamen ins Gespräch und dann sagt er, ach, Sie können am Sonntag kommen, da habe ich Zeit. Ich sage, nein, tut mir leid, am Sonntag bin ich in der Kirche, im Gottesdienst. Was, im Gottesdienst? Nee, ich bin ja auch Christ, aber beten, Kirche, das brauche ich nicht. Und so konnte ich dem Menschen, diesem Mann, gleich ein Zeugnis sagen. So hat man Anknüpfungspunkte. Christ sein, ja, aber in die Kirche gehen, aktiv sein, beten, nein. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, in dieser Woche stand etwas, ein Leserbrief in unserer Zeitung. Da hat es ja vor einigen Tagen in unserem Rathaus, wohl auch auf Veranlassung von unserem Bürgermeister Börnsen, eine Zusammenkunft von Vertretern von 7 Religionen, weltweiter Religionen gegeben, die im Rathaus gebetet haben. Ist ja auch schwierig, wenn ich mir das so vorstelle, Buddhisten und Moslems und Christen und alle versuchen dort zu beten. Aber das hat stattgefunden. 7 verschiedene Religionen haben im Rathaus gebetet. Prompt kommt ein Leserbrief in der Zeitung, da steht, was soll diese Provokation, dass auch noch im Rathaus gebetet wird, gebetet werden soll in der Kirche, aber nicht im Rathaus. Das hat ein überzeugter Atheist geschrieben. Lasst uns mit dem Gebet
in Ruhe. Ich habe gedacht, ja, sowas zu der Zeit Noahs. Noah, lass uns mit deinem frommen Kram in Ruhe. Lass uns doch unser Leben leben. So steht es heute mit dem Kreuz Jesu Christi. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen oder werden. Uns aber, die wir glauben, ist eine Gotteskraft. Das Kreuz, die Errettung, heute noch zeitgemäß? Ist das zeitgemäß, wenn Samuel, unser Pastor, sagt, wir wollen einen Tag haben, wo wir rausgehen, Outreach Day. Wir wollen hinausgehen und diese Botschaft von Jesus Christus weitersagen? Geh doch auf die Straße, frag die Menschen, ob sie Jesus Christus kennen. Waldemar Sadatschuk ist mit uns in Düsseldorf auf der Straße. Wir stehen an einer Ampel. Da steht eine alte Mutter, 80 oder noch mehr, mit einer Tasche. Und Waldemar Sadatschuk sagt zu ihr, na Muttchen, soll ich Ihnen helfen, über die Straße zu kommen? Jo, sagt sie. Und während sie Waldemar Sadatschuk mit dieser Frau über die Straße geht, da fragt er sie, na Muttchen, kennst du Jesus? Sie guckt ihn an. Ich war dabei. Ich weiß, dass es so war. Sie guckt ihn an und sagt, wer ist das denn? Ist das einer wie Sie? Ja, ihr Lieben, das ist unser Jahrhundert. Das ist unsere Zeit. Das geschieht heute. Menschen wissen nichts mehr von der Rettung am Kreuz. Und manchmal fragen wir uns, was bringt denn diese Botschaft? Bewahrt sie mich, wenn die Atombomben fallen? Bewahrt sie mich vor Hunger? Bewahrt sie mich vor Kälte? Bewahrt sie mich vor Überschwemmungen? In dieser Woche wurde des 50. Jahrestages der Sturmflut über Norddeutschland gedacht. Bremen war auch beteiligt. Vielleicht habt ihr in der Zeitung die Gebiete gesehen, Seehausen drüben und Burg Lesum da hinten, wo unser Sascha und Angelina wohnen, da sind die Deiche durchgebrochen, vor 50 Jahren geschehen. Bewahrt mich das? Nein, wir werden nicht vor aller Not bewahrt, aber wir werden durch die Not hindurchgetragen, dass es zu einem wunderbaren Sieg kommt, ihr Lieben, und dass wir das Ziel erreichen. Die Arche Noah zur Unzeit gebaut. Die Botschaft von Jesus Christus scheint uns unzeitgemäß zu sein. Das Zweite, die Sicherheit der Arche. Eigentlich mit lapidaren Sätzen schildert die Bibel hier dieses Ereignis und es heißt, da brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und es taten sich auf die Fenster des Himmels. Und das Gewässer nahm Überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Und das Gewässer stand auf Erden 150 Tage. Und dann ist alles Stille. Welch eine gewaltige Stille. Wenn wir die Berichte von den verschiedenen Tsunamis, ob damals Indonesien, Thailand oder dann auch jetzt letztes Jahr in Japan, hören und lesen und sehen, dann war es immer so, da kam diese furchtbare Flut und dann zog sich das Wasser zurück und dann war eine furchtbare Stille. Und das unbeschreibliche Tohuwabohu, die unwahrscheinlich beschreibbare Vernichtung wurde dann sichtbar, das Chaos. Und durch diese Stille, da schwebt eine Arche über dem Wasser. Und in der Arche sind die, denen Gott befohlen hatte, geht hinein. Sie hatten seinen Ruf gehört. Sie waren darauf eingegangen. Sie waren aktiv geworden.
Und plötzlich wird dieses verlachte, mitleidig betrachtete Gefährt zum Gefäß der Rettung. In der Arche war Leben. Und außerhalb, da war nur Tod. Da war nur Verderben. Eigentlich waren es nur ein paar Zentimeter Holz, die Leben und Tod voneinander trennten. Und ich möchte heute Morgen auch sagen, es ist nur ein Holz, nur ein Kreuz, das uns trennt zwischen Leben und Tod. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Wer sich durch Gottes Gebot von seinem bösen Herzenszustand überführen lässt, wer nichts mehr zu seiner eigenen Entschuldigung sagt, die anderen waren schuld. Gott, du bist schuld. Man klagt Gott an. Man schlägt um sich, aber nicht in sich. Und wer dann im Glaubensgehorsam zu Jesus Christus kommt, der erlebt, Jesus ist meine Rettungsarche. In ihm bin ich geborgen. In ihm habe ich das Heil. Zu ihm darf ich kommen. Das ist Frieden, den Gott durch Jesus Christus mit uns gemacht hat. Der weiß sich dann gerettet vor dem Zorngericht Gottes, das durch die Sünde hervorgerufen wird. Im Psalm 46 heißt es, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, bin ich doch sicher, ist die Stadt Gottes fein, lustig oder sicher. Das sind wir, wenn wir in Christus geborgen sind. Ja, die Welt wird untergehen. Das ist keine Drohbotschaft. Das ist eine Tatsache, die die Bibel voraussagt. Wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht wodurch. Manche sagen, ja, wenn die Atombomben fallen, wenn ein Drittel oder ein Viertel der Menschen, so beschreibt es die Offenbarung, vernichtet werden. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels. Die Welt wird untergehen. Sie wird ertrinken im Meer ihrer Schuld und verbrennen im Flammen des Zornes Gottes. Aber von der Stadt Gottes heißt es, sie wird herrlich sein. Ich möchte nur an Offenbarung Kapitel 21 erinnern, wo von dem neuen Jerusalem berichtet wird. Und dass Gott unter ihnen wohnen wird. Und ihr Gott sein wird, dein Gott sein wird. Und du wirst sein Kind, seine Tochter, sein Sohn sein. Herrlichkeit, Geborgenheit, Sicherheit. Welch sichere Arche bietet uns Gott an? Durch das Kreuz Jesu Christi, durch das Heil, das in ihm uns angeboten wird. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Der Entscheidungscharakter der Arche. Eigentlich hätte ich ihn vom Verlauf des Textes als zweiten Punkt nehmen müssen, aber ich habe das bewusst so gewählt, diesen Punkt als dritten und letzten zu nehmen. Da ging Noah in die Arche. Und dann folgt diese seltsame Szene des Geschehens und Gott schloss hinter ihm zu. Also wenn ich in mein Haus gehe, dann schließe ich von innen ab. Aber hier heißt es, hier wird von außen verschlossen. Noah hat gar keine Gelegenheit mehr, jetzt wieder rauszukommen. Da ist er sicher und geborgen. Und da denke ich an ein wunderbares, trostreiches Wort, das wir in Johannes Kapitel 10 finden. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und dann sagt Jesus, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Noah, du bist da drin. Ich habe abgeschlossen, zugeschlossen. Und jetzt darf kein anderer, auch nicht der Fürst dieser Welt, der Teufel selber, dein Leben antasten. Du bist geborgen. Du bist sicher. Der Herr schloss hinter ihm zu. Was heißt das? Gott macht selber einen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Zwischen gerettet und ungerettet. Zwischen geborgen und verloren. Gott macht den Unterschied. Die Menschen erkennen ihn nicht immer. Die, die draußen waren, haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihr Leben weiter gelebt. Aber der, der im Gehorsam hineingegangen war, er erlebt diesen Unterschied. Noah konnte nicht mehr heraus. Aber das hieß auch, die anderen können nicht mehr hinein. Und dann beginnt es zu regnen. Das Wasser steigt. Vielleicht war das am Anfang noch eine Erfrischung. Hey, schaut mal, da kommt Wasser vom Himmel. Ich brauche nicht mehr unter die Dusche gehen. Aber aus dieser Begeisterung verwandelte sich das schnell in Entsetzen. Und die Worte der Botschaft des Noah, der 120 Jahre lang gepredigt hatte, denn er wird Prediger der Gerechtigkeit genannt, der hat was getan in den 120 Jahren, nicht nur Arche gebaut, er hat den Menschen das gesagt. Er hielt nicht hinter dem Berg, sondern brachte diese Botschaft mitten hinein in ihre Herzen. Das Wasser hört nicht auf zu steigen. Was können die Menschen tun? Sie werden erinnert an Noah und an die Botschaft. Und manche haben gesagt, ey, wo ist der Noah? Wo ist Noah? Aber Noah war gar nicht da. Nicht mehr zu sehen. Weg vom Fenster. Noah war in der Arche. Und sie liefen zur Arche. Ey, Noah, wo bist du? So ein komischer Kasten. Wo ist die Tür? Und ich bin überzeugt, dass sie angefangen haben. Und fingen an zu schreien. Noah! Noah! Mach uns auf! Wir wollen auch rein! Ja, Noah hätte das vielleicht gern getan. Er war ja ein barmherziger Mensch. Aber er konnte nicht. Warum? Wir wissen's. Gott hatte die Tür verschlossen. Die verschlossene Tür. Noah konnte nicht mehr öffnen. Alles Bitten und Flehen und Betteln half nichts mehr. Ich habe so gedacht, als ich an diese Predigt dachte, da war das gerade mit diesem Kreuzfahrtschiff da in Italien, wo jetzt immer noch wahrscheinlich einzelne Menschen als Leichen darin sind. Wie viele, auch einige mit Rettungswesten versehen, waren darin und haben vielleicht geschrien und geklopft. Wir wollen hier raus. Aber es ging nicht mehr. Die Türen waren zu. Es gab keinen Ausweg mehr. Noah konnte nicht öffnen. Jesus gebraucht einmal ein Bild und erzählt eine Geschichte von einem reichen Mann und einem armen Lazarus. Beide sterben. Beide sind in der Ewigkeit. Der eine am Ort der Qual, der Reiche nämlich, der andere in Abrahams Schoß, Lazarus. Und dann hören wir diesen Dialog des Reichen. Sende doch Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser tauche. Und Jesus, ich mache es kurz, sagt ganz einfach, es geht nicht. Es ist eine Kluft. Die Tür ist verschlossen. Die einen können nicht mehr zu den anderen. Die Tür ist zu. Es gibt einen Punkt, einen Tag im Leben eines jeden Menschen, wo wir entscheiden müssen.
gehe ich in die Arche hinein, nehme ich die Rettung, das Angebot Gottes für mich in Anspruch. Oder sage ich, nein, danke, brauche ich nicht. So was glaubt doch heute keiner mehr. Das sind doch nur Ammenmärchen. Das ist unzeitgemäß. Paulus drückt das so aus: Wenn wir unser Leben Gott übergeben, wenn wir in die Arche, in die Rettungsarche Jesus Christus hineinkommen, dann gibt der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Oder die Bibel spricht auch von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Du bist mein Eigentum. Ich schließe zu, jetzt bist du geborgen. Gottes Türen können nicht aufgebrochen werden. Aber er macht sie auf und er hält sie auf und bittet uns, er bittet dich heute Morgen, komm rein. Du sollst gerettet sein. Noah fand Gnade bei Gott. Du sollst heute Morgen ein Findender sein. Du sollst das Heil deiner Seele finden, damit auf ewig gerettet bist. Lass mich einen Gedanken zum Schluss einfach noch erwähnen. Die Menschen, die da ums Leben kamen, hatten Noah gut gekannt. Vielleicht waren sogar einige dabei, und ich bin fast überzeugt davon, die dem Noah sogar geholfen hatten. Hey Noah, mit diesen großen Baumstämmen da, komm her, wir helfen dir mal. Die hatten mitgebaut an der Arche. Und jetzt standen sie draußen. Ich sag mal etwas. Man kann als Pastor, damit meine ich mich, oder als Mithelfer im Reich Gottes mitgeholfen haben, die Arbeit in der Gemeinde voranzutreiben, und ist am Ende draußen. Ich habe gerade jetzt von einer freikirchlichen Gemeinde in Bremen hier gehört, dass sie jetzt beschlossen haben, in der Mitarbeit, Kinderarbeit, Chorarbeit, Menschen mit einzubauen, die auch nicht entschieden sind, die keine Mitglieder sind. Zwar nicht in der Leitung, aber als Mitwirkende, weil sie gute Stimmen haben, weil sie gute Fähigkeiten haben. Und als ich das hörte diese Woche, da wurde ich an diesen Text hier erinnert. Mensch, das war doch zu Noahs Zeiten auch so. Die haben mitgesehen und mitgewirkt und mitgearbeitet. Und dann stehen sie draußen. Jesus sagt dem Nikodemus: Du musst von Neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht ererben. Jesus sagt: Geh ein durch die enge Pforte. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht. Oder wie wir heute Morgen in dem letzten Bibelwort gehört haben, ich glaube, du warst es, aus dem ersten Petrusbrief. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Darf ich dich fragen, heute Morgen, hast du den Sohn Jesus Christus? Weißt du, ich gehöre ihm. Ich bin sein Eigentum. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Erkennst du, verspürst du diese Botschaft heute Morgen? Jesus ist deine Rettungsarche. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wir hörten, glaube letzten Sonntag erwähnt, oder vorletzten, von den 10 Jungfrauen. 5 blieben draußen. Sie waren alle auf dem Weg. Sie wussten alle, der Bräutigam wird kommen. Sie hatten sich alle schon vorbereitet. Und am Ende bleiben sie auf der Strecke. Gott möchte dir heute Morgen zurufen, du brauchst nicht auf der Strecke zu bleiben. Du brauchst nicht draußen zu bleiben. Du sollst drinnen sein. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Was kannst du tun heute Morgen? Du darfst beten. Du kannst sagen, Herr Jesus Christus, ich habe gesündigt. Ich habe deine Gebote übertreten. Ich habe den Tod dafür verdient. Das sagt die Bibel. Der Tod ist der Sünde Sold. Aber ich bitte dich, vergib du mir meine Schuld und Sünde. Komm in mein Herz, lass mich dein eigen sein. Ich nehme dich auf und an. Mach mich zu deinem Kind. Ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Jetzt und in alle Ewigkeit. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, du hast uns heute Morgen durch dein Wort diese 3 Dinge gezeigt. Wie der Bau der Arche für die Menschen völlig unzeitgemäß war, unglaubwürdig, unpassend. Aber du hast uns zum Schluss auch gezeigt, nicht nur, dass diese Arche Sicherheit bedeutete, sondern dass das Hineingehen für uns so entscheidend ist. Und über Tod und Leben, über unsere Zukunft entscheidet. Herr, du rufst uns, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Heute Morgen ist der Ruf Jesu an dein Herz ergangen. Er klopft und er sagt, komm, mein Kind, komm, du Menschenkind, öffne dein Herz, öffne deine Türe, nimm meine Vergebung in Anspruch. Ich will dich zu meinem Kind machen. Du sollst geborgen sein. Ich will dir Vergebung geben. Möchtest du das? Lass mich fragen, heute Morgen ist jemand da, der solch eine Entscheidung treffen will. Vielleicht zum ersten Mal oder aber auch neu. Dass du sagst, nee, mein Leben war nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, stehe ich drinnen oder draußen. Gerne möchten wir für dich beten, dich segnen im Namen unseres Herrn. Wenn jemand da ist, der dieses Gebet wünscht, dann lass es mich kurz sehen, indem dass du deine Hand erhebst. Dass du Antwort gibst. Ja, ich will drinnen sein. Dankeschön. Noch jemand da. Dankeschön. Noch jemand da. Dankeschön. Noch jemand. Ihr Lieben, das sind heilige Augenblicke. Das sind Augenblicke, die über die Ewigkeit entscheiden. Gott ruft dich, weil er dich liebt, so sehr liebt. Frage noch einmal, darf ich noch jemanden mit einschließen im Gebet? Dankeschön. Noch jemand? Herr Jesus, wir sind manchmal erschüttert über dein Wort. Wir können viele Dinge nicht verstehen, auch aus dem Geschehen der Vergangenheit. Aber wir verstehen heute Morgen deine Botschaft.
Du hast uns klar gemacht, du willst Rettung. Dieser rote Faden geht durch bis ans Ende. Und du willst unser Gott sein. Du willst abwischen alle Tränen von unseren Augen. Bei dir sollen wir sein. Herr, ich danke dir jetzt für die Hände, die sich emporgereckt haben zu dir. Und ich möchte in deinem Namen jetzt bitten, dass du diesen Herzen Vergebung zuteil werden lässt. Dass du sie wäschst mit deinem Blute. Dass sie das empfangen dürfen. Alle Schuld ist vergeben. Du, Herr, machst alles neu. Und gibst uns damit die Geborgenheit. Gibst uns die Sicherheit. Und gibst uns das Zeugnis, dass wir deine Kinder sind. Und dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Du versetzt uns hinein in dein Reich. Dafür danke ich dir, Herr Jesus, dass du das auch jetzt mit denen tust, die sich so für dich entschieden haben. Und all die anderen, Herr, die noch zweifelnd davor stehen, für die bitten wir, dass du zu einer klaren Entscheidung kommen lässt. Danke dafür, Herr, in deinem wunderbaren Namen. Amen.